So, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu den Eldrador Creatures, die neue fantastische Fantasy-Serie von Schleich. Heute und hier haben wir den Lavadrachen mit der Nummer 70138. Ich sag's gleich vorweg, zu diesem Drachen gibt's heute ein bisschen mehr zu erzählen, kann also sein, das Video wird ein bisschen länger. Also wenn das interessiert, der bleibt hier gerne dran. Kurz als Einführung die Geschichte zu diesem Lavadrachen. Die Lavawelt von Eldrador ist die unsicherste und gefährlichste von allen. Kaum ein Eindringling überlebt die ungeheure Hitze, welche hier vorherrscht. Sollte man es jedoch durch die Lavaströme schaffen, dann wartet die nächste Gefahr auf einen, nämlich der Lavadrache. Er greift jeden Eindringling sofort mit Feuer und seinem dornbesetzten Schwanz an. Bei Verfolgungsjagden durch die Luft ist er meist der Sieger, denn seine großen Flügel machen ihn zu einem blitzschnellen Jäger. Und wie die meisten Drachen ist der Lavadrache ein Feuerspeier. Seine Besonderheit ist jedoch die kochend heiße Lava, die er im Innern seines Magens auf höllische Temperaturen bringt. Und wenn er dieses Höllenfeuer zum Beispiel auf eine Burgmauer speit, dann schmilzt diese wie Eis in der Sonne. So der Begleittext zu diesem Drachen. Ja, und er bildet natürlich eine tolle Abrundung zu den anderen bereits erschienenen Lava-Figuren, welche da wären der Lava-Golem und der Höllenhund. Also die drei passen schon richtig schön zusammen, die werde ich auch im Laufe des Videos nochmal hier nebeneinander stellen und vergleichen. Rein optisch natürlich auch wegen den Farben. Anmerken sollte man, dass dieser Lavadrache hier ohne Verpackung kommt. Also nicht die typische offene Kartonverpackung, wie ihr es von den anderen Figuren kennt. Nein, ihn werdet ihr einfach so zwischen den anderen Figuren in den Regalen finden. Und wenn ihr so eine offene, nicht verpackte Figur kauft, dann empfehle ich euch immer, ich meine, das ist eigentlich generell so, wenn ihr es im Laden seht, guckt einfach ein bisschen um die Figur herum, ob da womöglich schon irgendwelche Farbabplatzer oder unschöne Geschichten zu finden sind, damit ihr nicht enttäuscht seid, wenn ihr die Figur bei euch zu Hause habt. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Figur hier mal von nahem an. Anschließend werde ich dann noch ein paar, ja, soll ich es Kritik nehmen? Ich möchte es gar nicht als Kritik bezeichnen. Denn, wie schon gesagt hier, ich stehe voll hinter dieser Serie, ich finde es absolut klasse. Es gibt halt nur ein paar Punkte, die ich persönlich vielleicht anders gemacht hätte oder die mir halt anders besser gefallen würde. Also darum versteht es bitte nicht als Kritik an der Figur. Die Figur ist klasse, gibt's überhaupt kein Thema. Drache, Jubel, Jubel, Freu, Freu. Ich meine, alleine das reicht schon, ja. Aber der feine Herr Bolz, der findet halt immer ein bisschen was sein trübes Auge stört, ne? Aber wie schon gesagt, ja, bitte nicht als Kritik auffassen. Ist alles nur meine Meinung. Und auch hier ganz viele liebe Grüße an die Macher, den Skulpteur, die Skulpteure von dieser Figur. Großartig geworden. Ich freue mich total über die Serie. Und ich kann nur hoffen, dass es sehr gut ankommt und dass die Serie auch lange, lange fortgesetzt wird mit weiteren fantastischen Kreaturen. Okay, dann legen wir mal los. Viel Spaß beim Zuschauen. So, Freund Lavadrache kommt mit wahnsinnig vielen Anhängseln. Wir haben hier das Schleichfähnchen, wir haben hier den Anhänger von Eldrador Creatures. Das ist auch das Logo, der Kopf dieser Serie. Und wir haben hier auch noch Warnhinweise. Das mache ich hier mal alles kurz weg und dann geht's weiter. Fummel, fummel, brummel, brummel. Fleischfähnchen, tschüss. Fähnchen. Eldrador, Eldrador, Eldrador. Komm hervor, du kleiner Tor. Okay, so, damit wir unseren Drachen hier vielleicht ein bisschen besser anschauen können, würde ich sagen, mache ich die Flügel weg. Die könnt ihr ganz leicht wegmachen. Ihr seht schon, er hat solche Kugelgelenke. Ja, Profis sprechen hier von Ballpoints. Sorry, ich muss ihn auch wegschmeißen. Also, Kugelgelenke und ihr könnt die Flügel ganz leicht hier rausmachen. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden, denn bei Spielen werden die euch öfter mal abfallen. Aber sie gehen ganz leicht wieder rein. Zack, ne? Kein Thema, aber ihr verdreht es ein bisschen und zack, habt ihr die auch schon wieder in der Hand. Ist aber kein Problem. Ich finde gut, dass sie das so gemacht haben. Und ich muss sagen, dass sie die Kugelgelenke so klein gehalten haben, stört es auch nicht wirklich an diesem Drachen. Aber wisst ihr was mir gerade einfällt?
Klick. Bevor ich die wegmache, würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf die Größe von dieser tollen Skulptur hier ein. Also, Rupimeter, Metrio hilft mir da kurz. Wir haben hier eine Länge vom Schweif gemessen bis zum Kopf von circa 19 cm. Wenn ich die Höhe messe, vielleicht hier am Schweif, komme ich auf 15 cm. Und wir haben eine Flügelspanne von circa, ich sag mal, 27 cm plus minus, ne? Kann man gar nicht so richtig sagen, denn ihr könnt ja die Flügel entsprechend verdrehen. Und wenn ich jetzt die zum Beispiel so nach oben stelle, Moment, Klick, nochmal Klick, zack. Ja, dann ist natürlich noch ein bisschen höher, größer, weil dann komme ich hier auf, ja, 17,5, 18 cm in etwa, ne? Also ihr habt hier mit den Flügeln wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ihr euren Drachen hier aufstellen wollt, ne? Das Coole ist, ihr könnt die Flügel auch nach vorne über den Kopf machen. Das heißt, ihr könnt euren Drachen auch vor Angriffen mit seinen Flügeln schützen. Das finde ich super cool. Habe ich so auch noch nicht allzu oft gesehen, ne? Also das ist schon Burner. Ich meine, ich glaube jetzt weniger, dass man Angst haben muss, dass der nass wird, denn der Lavadrache ist im Prinzip so unfassbar heiß, dass jeder Regentropfen schon in zig Meter Entfernung um ihn herum verdunstet. Ganz einfach. Das heißt, der wird von Regen niemals getroffen. Cool, ne? Gut, aber wie schon gesagt, zum besseren Angucken mache ich die Flügel hier einfach mal weg und so kriegt ihr auch einen besseren Eindruck über den Körper, über die Beschaffenheit, die Proportion von diesem Drachen. Und da möchte ich auch später noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal eine allgemeine Beschreibung zu diesem schönen Lavadrachen. Ja, wie bei den anderen Lavaskulpturen auch, kann man hier wieder sehr schön sehen, dass hier viel mit Schwarz gearbeitet wurde. Ja, das gibt so einen richtig schönen, verkohlten Eindruck und das finde ich zum Thema Lava schon richtig toll passend. Er hat einen recht kräftigen Körper, er hat eine enorme Brust, also die steht hier extrem weit raus. Dafür hat er aber sehr, sehr schlanke und nicht wirklich muskulöse Beine. Die Beine sind sogar relativ kurz und die Vorderbeine sind noch kräftiger, als wir es hier bei den hinteren Beinen sehen. Ja, und das sieht man auf beiden Seiten. Die Vorderarme sind auch letztendlich genauso lang wie die Hinterbeine. Und der Körper wirkt auch relativ gedrungen, relativ kurz. Und der Kopf ist schon richtig mächtig groß. Okay, also, dann gehen wir hier mal ein bisschen auf die Nahansicht. Ich hole den Kopf mal ganz nah ran. Also die Hauptfarben sind hier schwarz, rot, orange und gelb. Claro, die passenden Farben für Lava. Was hier als erstes auffällt, der Drache hat schwarze Zähne. Das finde ich recht originell. Und man kann hier außer den Flügeln auch noch das Maul bewegen. Ihr könnt es nämlich aufklappen. Und da seht ihr auch so eine Flammenzunge, die hier ja herauszüngelt, ne? Ja, wie passend. Und halt eben die schwarzen Zähne. Ist ungewöhnlich, sieht man nicht bei vielen Drachen. Und Schleich hat es hier einfach mal so umgesetzt. Finde ich nicht schlecht. Wobei man sich auch hier fragen könnte, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, wenn man die Zähne vielleicht ein bisschen glänzend gemacht hätte und nicht ganz so matt. Aber wir haben hier das Thema Lava. Lavastein glänzt jetzt nicht unbedingt und Kohle glänzt erst recht nicht. Vielleicht haben sie es deshalb eher matt gelassen. Ne? Ähnlich trifft auch auf dieses Auge dazu. Das haben sie hier gelb gemacht mit einem schmalen schwarzen Strich drin. Der glänzt ein bisschen, aber das Gelb an für sich ist matt. Hier, finde ich, hätte es sich gelohnt, wenn man vielleicht noch einen Tupfen Lack drauf gemacht hätte, damit das ganze Auge ein bisschen glänzt. Damit es einfach ein bisschen mehr Wirkung hat. Aber wie schon gesagt, das sind die Punkte, auf die komme ich zum Schluss. Ja, ihr seht auch diese schwarzen Konturen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tattoo. Erinnert auch eher ein bisschen an einen östlichen Drachen, auch durch solche Geschichten hier. Das sieht ein bisschen aus wie so Barthärchen, was die östlichen Drachen, die asiatischen Drachen eher haben. Ja, das sind so wie die Barthaare von Welsen. Das Kopfsegel wurde hier relativ flach angelegt. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die Flammenhörner, die hier vom Kopf weggehen. So ähnliche Flammen hätte ich mir beim Lava-Golem gewünscht. Hätte bestimmt auch interessant
ausgesehen. Also, man sieht auch hier wirklich nette Details. Die Schuppen hier am Kopfsegel, auch teilweise schwarz betupft. Der Paintjob ist wieder wirklich einwandfrei, sehr schön geworden. Auch am Unterkiefer sieht man noch ein paar unterschiedliche Schuppen. Die Flammenzunge wurde hier eingeklebt. Die hat man gelb und ein bisschen orange bemalt. Der Gaumen hier oben wurde nicht bearbeitet, der ist einfach nur glatt. Dafür haben sie die schwarzen Zähne hier wirklich sauber bemalt. Das Maul kann nicht weiter aufgeklappt werden als so. Und ich finde, es schließt sich auch schön, obwohl die Zunge relativ hoch steht. Aber man sieht sie da so ein ganz kleines bisschen durchblitzen, diese gelbe, krasse Zunge, von dem her passt es schon. Kann sein, das kommt jetzt hier im Video gar nicht so rüber, aber es sieht schon echt gut aus. Der Kopf ist relativ breit, die Augen schauen aber definitiv nach vorne, die schauen einen an und wenn das Maul dann auch noch geöffnet ist, kommt es umso krasser. Ne? Das ist schon gut gemacht. Der Unterkiefer hier wurde dann nicht noch sonderlich bearbeitet, hier halt ein bisschen so die Kehle noch herausgearbeitet. Ich finde die Montage, der Mechanismus ist sehr gut versteckt, es fällt kaum auf. Alleine schon durch dieses Kopfsegel hier, das haben sie richtig gut gemacht. Ja, auch die Struktur dieser Flammenhörner ist sehr schön gelungen. Erinnern auch ein bisschen so an Tentakel. Ja, man hat auch das Gefühl, dass die gar nicht so fest sind wie typische Hörner, sondern dass die so ein bisschen ja zusätzlich züngeln, so wie Flammen halt. Ne? Ja, dann geht's hier auch schon weiter am Hals. Die Grundfarbe ist hier mehr orange als rot, zumindest ist es hier bei meinem Exemplar. Man sieht hier und da so ein bisschen rot rausblitzen, aber in erster Linie ist es eher orange. Anderer Sammler hat mir neulich geschrieben, dass er eher ein röteres Exemplar hat. Ne? Also das kann ich euch gar nicht sagen. Falls mir ein röteres begegnet, werde ich es euch vielleicht auch noch vorstellen. Also finde ich schon interessant. Ja, dann seht ihr hier ganz fett mit diesem Schwarz drüber gestrichen. Das macht halt so dieses Verkokelte. Das ist ein sehr guter Effekt und bringt natürlich die Panzerplatten dieses Drachen extrem raus. Und da muss man sagen, der ist schon hammermäßig gut geschützt. Hier sieht man auch ganz deutlich einen schönen großen Rückenkamm, der nach hinten ein bisschen kleiner wird, bis es schließlich hier wieder in der Keule sich die ganzen ja, Spieße erheben. Erinnert ein bisschen an den Schweif eines Ankylosaurus. Hier unten ist nichts dran, nur hier oben sind diese Lavadonnen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das liegt in eurer Fantasie. Sehr schön sind hier die dicken Schuppen, die modelliert wurden und hier platzen so richtig diese Lavaspieße hervor. Auch das Ende, wo es hier zum Rücken übergeht, ist raffiniert gemacht. Es sind so zwei Schuppenplatten, die sich hier anscheinend ja verbiegen können und in die anderen Platten übergehen, sind also nicht ganz so hart, wie man das vermuten könnte. Wie schon gesagt, die Bemalung ist cool. Man hat noch ein bisschen drauf geachtet, dass hier ein Farbverlauf vorhanden ist von diesem Rot oder Orange in dieses Gelb rein. Und ihr seht ja, selbst die Stacheln haben hier noch eine Struktur bekommen. Also das ist schon richtig cool gemacht. Hier haben wir sogar einen Verlauf von Schwarz-Orange ins Gelb rein. Ne? Also das ist schon, das war schon eine sehr mühsame Arbeit, das hier zu bemalen. Hier seht ihr auch die Halterung für das Kugelgelenk. Die gehen ganz leicht rein und auch ganz leicht raus. Dann schaut euch vor allem halt auch die Details der Schuppen an. Das ist echt sehr schön gemacht. Auch wie die Farbe hier aufgetupft wurde. Ich denke mal, das haben sie mit dem Schwamm gemacht. Oder vielleicht auch mit einem Pinsel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr hier immer schön dieses Orange drunter durchschimmern. Klasse, wie sich die dicken, fetten Bauchschuppen hier aufteilen in dieses Orange und in dieses Rot rein. Also das ist schon echt sehr harmonisch gelungen. Klasse, gefällt mir sehr gut. Vor allem, dass die Schuppen, die Panzerplatten, hier auch noch so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so zusammenlaufen. Ne? Die haben hier so eine kleine Spitze und die geht hier unten immer ein bisschen weiter. Also sind so Feinheiten, die ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Finde ich klasse. Ja, dann geht dieses Schuppenmuster hier über in die Vorderarme, aber nur ganz vorne. Von vorne her sind sie also geschützt. Zeitlich sieht man eher so ein bisschen die lederne Haut des Drachen. Hinten gehen die Schuppen weiter. Auch hier sind wieder solche Lavadonnen am Gelenk zu finden. Schön, wie die Schuppen hier unten auslaufen und wie das hier überhaupt in den Fuß übergeht. Und auch hier hat man sich echt die Mühe gemacht. Das ist der Hammer. Ihr seht es ja, wo die Krallen enden bzw. anfangen,
wurden wie so Manschetten modelliert, ja, und selbst die haben sie noch mit Schwarz bemalt. Gott, was eine Arbeit, ja, und das wirklich überall an den Vorderbeinen und auch an den Hinterbeinen, das ist der Knaller, ne, und hier geht es auch noch ein bisschen so manschettenmäßig oben zusammen, das ist schon wow, also das ist schon echt klasse. Füße wurden recht schön modelliert, ich finde es auch klasse, wie das so wirklich in die einzelnen Gliedmaßen hier ausläuft, das ist nicht selbstverständlich. Cool gemacht, von unten auch noch ein bisschen Struktur zu erkennen und dieser schwarze Strich wurde wirklich rundherum gezogen, also der reine Wahnsinn. Ne? Auch die Innenseite vom Drachen schön anzuschauen. Hier haben wir den rechten Vorderarm, mit dem, obwohl der nach vorne läuft, stützt er sich noch zusätzlich ab. Er würde sogar nur auf seinen drei Beinen stehen, aber das hier ist noch eine zusätzliche Stütze. Auf diesen Arm komme ich dann auch noch später zu sprechen, denn die Stellung, die Haltung von diesem Arm gefällt mir überhaupt gar nicht. Aber wie schon gesagt, das ist nur meine Meinung. Das sieht für mich sehr, sehr unglücklich aus. Klar, es sieht so aus, als ob er irgendwas greifen wollte, aber wenn er so dasteht, könnte es auch so aussehen, als ob er gerade irgendwie ausrutscht. Ja, vielleicht ist er auch gerade im Eisland und rutscht hier aus, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich komme da später noch dazu. Ich hätte die ein bisschen anders modelliert, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich diesen Part vielleicht sogar noch beweglich gemacht. Okay, also auch hier der Paintjob super geworden. Die Schuppen gefallen mir unfassbar gut, toll gemacht. Auch hier wieder die Spieße am Gelenk und auch wie die Schuppen hier hinten auslaufen. Das ist also ganz, ganz toll gemacht. Klasse. Wirklich super. Ihr seht vor allem auch noch Falten hier an der Unterseite des Arms. Ja, ganz, ganz toll. Und hier werden die Panzerplatten am Bauch nochmal extra groß. Und sie haben es auch hier noch bemalt. Also nicht, dass ab hier gar nichts mehr bemalt wurde. Ihr seht ja, wie sie das hier durchgezogen haben mit diesem Gelb, mit diesem Orange und Schwarz. Toll. Dann hier hören die Bauchplatten auf. Hier geht es dann wieder eher ein bisschen in eine Hautstruktur über. Und ihr seht an den Hinterbeinen, hier wurden die Schuppen sogar rundherum durchgezogen. Ist das nicht fantastisch? Also das werdet ihr nicht bei vielen Drachen aus diesem Bereich finden. Also das ist schon richtig, richtig klasse. Guckt euch das an. Ich finde es auch schön, dass die Schuppen nicht komplett rundherum modelliert wurden, obwohl die wirklich fantastisch gemacht worden sind, sondern dass man hier auch noch ein paar Stellen freigelassen hat. Das ist einfach rein optisch echt ein Eyecatcher. Also ich finde es ganz toll. Ne? Die Knie, logischerweise, die müssen beweglich bleiben. Da findet man keine Schuppen. Und hier an der Innenseite, ja, da haben mal ausnahmsweise die Schuppen weggelassen. Dafür haben wir hier gleich wieder diese Lavaspieße, die hier nach oben stehen. Klasse. Auch hier laufen die Füße wirklich sehr schön aus. Sehr schön. Was ich hier ein bisschen vermisse, sind Muskeln, die diesen massiven Körper auch tragen. Also für mich ist dieses Bein ein bisschen zu klein geworden, zu schmal. Aber da der Körper relativ gedrungen ist, ist mir schon klar, warum so gemacht wurde. Denn hier fängt halt auch gleich der Schweif an und der muss ja auch relativ zügig hier auslaufen. Ja, und hier unten seht ihr, wo dann wieder die Schuppen anfangen. Die Stelle hier ist frei und hier gehen wieder so ganz massive Schuppen los. Allerdings ein bisschen leichter, als wir es hier im Brustbereich hatten. Ja, und die Farbe läuft hier dann letztendlich auch im Schwarz aus. Ne? Die Schuppen auch ganz großartig, wie das hier weitergeht. Und die Rückenschuppen, die ziehen sich, wie schon gesagt, komplett durch. Auch hier die Bemalung wirklich einwandfrei. Da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Das ist toll gemacht. Mein Gott, ich stelle mir halt immer die Massen vor, die da produziert werden. Und jeder Strich ist ein Handgriff. Und das muss ja auch alles gemacht werden. Ne? Also von dem her, boah, Hut ab. Es ist schon echt klasse geworden. Wow, ne? Also hier noch ein kleiner Blick auf dieses Bein hier. Schön dieses Farbenspiel, Orange in Rot mit diesen gelben Krallen. Das ist absolut alles passend. Also sehr, sehr schön gemacht. So, ich stelle ihn hier nochmal hin. So ein Artwork kann man wirklich genießen. Das ist echt toll. Auch ihn werde ich natürlich auch nochmal einzeln in 360 Grad filmen, in verschiedenen Posen, aus verschiedenen Winkeln. Das werde ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch noch entsprechend hochladen. So, jetzt ein kurzer Blick auf die Flügel. Ich halte mal die beiden Flügel nebeneinander. Und auch die Flügel, das kann man allein schon an diesen Stacheln hier sehen, wurden meiner Meinung nach nicht gekontert, sondern tatsächlich einzeln modelliert. Also auch das finde ich immer
echt spektakulär und weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Also das ist echt toll gemacht. Die Flügel, ihr seht schon, sind eher ein bisschen gebogen, sind nicht gerade, sondern eher so ein bisschen halbrund angeordnet. Hier seht ihr ein Stückchen von dem Kugelgelenk. Sehr schön, der Flugarm, der ist nämlich absolut kräftig geworden. Hier setzen sich diese dicken, massiven Schuppen fort. Man kann hier auch so eine Art Elle erkennen. Schön, wie das dann hier weitergeht. Und hier kommen dann halt wahnsinnig viele Krallen, Dorne, Spieße, wie auch immer, die hier ins Gelb münden. Die Flügel sind übrigens mehr in diesem Rotton gehalten als der Körper des Drachen. Ne? Hier läuft eigentlich dieses Orange aus und das hier wird schon richtig schön Lava oder Blutrot. Also das gefällt mir sehr gut. Dann haben sie hier noch ein bisschen Schwarz mit hingesprüht. Schön, dass man die Stelle hier auch noch ein bisschen hell gelassen hat. Also als ob das ganze Ding hier lodert. Also das Thema Lava ist hier mehr als toll getroffen. Guckt mal, selbst hier innen drin und seitlich wurde der Flugarm noch super modelliert. Hammer, also wirklich der Hammer. Auch die Flügelrippen sehr deutlich auch hervorgehoben zu sehen. Das ist klasse. Und was mich halt wirklich weghaut, ist die Arbeit hier oben. Guckt mal, die Flügelrippen. Hier seht ihr auch noch kleine Dornen, die nach oben stehen. Hier und auch das Ende mit diesen kleinen Schuppenblättchen. Das ist doch absolut toll gemacht, oder? Das ist nicht fantastisch? Ich finde es der Hammer. Also da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht. Und was ich auch sehr zu schätzen weiß, sind diese kleinen Einkerbungen in den Flügeln hier an den Flügelrändern, der Wahnsinn. Ne? Viel schöner, als wenn das hier so gleichmäßig endet, sondern das ist eine richtig lebendige Lederhaut, Flügelhaut, die sich hier zwischen den Flügelrippen spannt. Also das ist schon super cool. Wie ich finde, sind die Flügel halt leider Gottes ein bisschen zu klein geraten, denn ich nehme den Flügel nicht ab, dass er diesen massiven Drachen hier tragen. Also das, I'm so sorry, das ist schwer auch einer der Punkte, wo ich sage, nee, das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Also die hätte ich wahrscheinlich ein kleines bisschen größer gemacht, aber naja, das sind halt so Sachen. Ne? Noch ein Blick auf den zweiten Flügel, der ist genauso schön gearbeitet wie der andere, aber halt auch mit Unterschieden, ne? Da die beiden Flügel nicht gekondert wurden. Also das weiß ich schon sehr zu schätzen und das sind so Dinge, da kann man sich einfach drüber freuen. Das ist so, so, so cool gemacht. Wow, also nochmal Glückwunsch an den Skulpteur, Männlein, Weiblein, fantastisch gearbeitet. Wirklich fantastisch gearbeitet. So, und wenn ihr die Flügel entsprechend ansteckt, dann könnt ihr hier, wie schon erwähnt, auch ganz unterschiedliche Posen machen. Wie ihr es halt auch von den anderen Schleichdrachen kennt, ne? Ihr könnt die Flügel sowohl so aufstellen, dass es wie ein Schutzschild wirkt. Ja, also da wirkt er gleich mal doppelt so groß. Dann könnt ihr die Flügel relativ waagrecht stellen. Auch das ist eine sehr schöne Pose, wenn ihr mich fragt. Ihr könnt die Flügel auch so gut es halt geht aufrichten, sprich nach oben stellen. Hier kreuzt sich das Ganze sogar ein bisschen und es sieht dann halt eher aus, als ob so eine Feuerkugel auf euch zukommt. Und wenn dann halt auch noch das Maul entsprechend geöffnet ist, dann kommt es schon richtig, richtig cool. Und wie eben schon gezeigt, ihr könnt auch den Kopf des Drachen mit den Flügeln hier schützen. Entweder nur mit einem Flügel oder mit beiden. Es sieht alles klasse aus, oder? Also das ist schon richtig, richtig toll. Schöne Möglichkeiten mit diesem Drachen hier. Also ich finde es einfach nur fantastisch. Und damit, denke ich, bin ich eigentlich auch mit der einfachen Beschreibung durch. Für mich absolut empfehlenswertes Stück und er passt super zu den beiden anderen Charakteren. Vielleicht stelle ich die jetzt gleich noch mit dazu. Wartet mal, ich mache die Flügel noch ein bisschen anders. So, okay, dann. So, hier noch die anderen Feuerwesen dabei. Dann habt ihr in etwa so einen Größenvergleich, könnt ihr ein bisschen einschätzen, wie groß die Figuren sind. Der Lavadrache ist natürlich mit Abstand der größte, der massigste von diesen drei hier. Und ihr seht halt auch, wie schön die Farben hier harmonieren. Ne? Das passt schon super cool zusammen. Wie schon gesagt,
Video, ein gescheites Video, wo ich die alle noch zusammenstelle und aus verschiedenen Blickwinkeln filme. Das folgt auf jeden Fall noch. Ne? Also ich finde, dass der Einstieg zu dieser Serie Eldrador Creatures mit dem Thema Lava oder Feuer mit diesen drei hier wirklich sehr, sehr schön gelungen ist. Die Farben wurden wirklich sehr gut gewählt. Wie schon gesagt, es gibt von allen Farbtönen immer auch noch Unterschiede wie Tag und Nacht. Und ich kann nur sagen, die wurden hier wirklich sehr, sehr gut gewählt. Und jedes Modell für sich ist wirklich toll gelungen. Also, das einfach noch dazu. So, und jetzt möchte ich hier einfach noch ein paar Anmerkungen, persönliche Anmerkungen zu diesem Feuer, zu diesem Lavadrachen loswerden. Und ich sag's gleich nochmal, ne? Versteht es bitte nicht als Kritik, ist nur meine Meinung. Ich sammle seit über 30 Jahren Figuren. Ich habe eine Riesensammlung. Ich glaube, ich kenne fast jeden Drachen, den es auf dieser Welt gibt. Und natürlich auch die entsprechende zugehörigen Serien. Daher weiß ich auch, wie schwer es ist, immer wieder irgendwie was Neues zu entwerfen, weil man eigentlich gar nichts mehr Neues machen kann. Also es gibt nichts, was du nach 30 Jahren nicht schon irgendwo irgendwann gesehen hast, ne? Kein Thema. Von dem her möchte ich auch gar nicht vergleichen, sondern einfach nur hier ein paar Anmerkungen loswerden. Fangen wir vielleicht hier gerade mal mit dem Kopf hier an. Das mit den Zähnen habe ich schon gesagt. Also ich finde, das ist einfach nur eine Geschmackssache. Schwarze Zähne finde ich sehr originell. Man sieht sie auch relativ gut. Auch kein Thema. Vielleicht hätte mir da ein bisschen Lack drauf besser gefallen. Das ist halt wirklich Geschmackssache. Die Zunge wurde hier drauf montiert, fängt hier hinten ein bisschen bollig an, aber auch das ist natürlich wieder, ja, Kritik auf höchstem Niveau, wie man so schön sagt, und ich finde es halt schade, dass der Gaumen nicht ein bisschen ausgearbeitet wurde. Aber auch hier muss ich natürlich anmerken, es ist Spielzeug. Es ist Spielzeug, mehr will das hier gar nicht. Und das, was ich hier reinbringe, das sind halt die Geschichten, was vielleicht eher einen Erwachsenen-Sammler interessieren würde. Oder wo vielleicht das Zünglein an der Waage ist, warum er jetzt die Figur kauft oder nicht. Ne? Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Kopf hier. Der Kopf ist im Prinzip gut gelungen. Sehr gut gefallen mir hier diese Flammen, Hörner am Kopf. Umso trauriger finde ich es dann halt, dass dieses Kopfsegel so einfach ausgefallen ist. Warum führt man die Flammen nicht hier noch ein bisschen weiter? Das hätte mir besser gefallen. Und der Drache wirkt halt durch diese klar strukturierenden Muster ein bisschen zweidimensional, weil es wirklich aussieht, ja, wie eine Tattoo-Vorlage. Das ist gut, das ist mega cool, nicht falsch verstehen, aber das macht das ganze Ding ein bisschen leblos. Wie schon gesagt, zweidimensional. Und da das Auge relativ tot wirkt, wird es umso mehr unterstützt. Die Idee, dieses Tattoo-artige, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das plus dieses relativ flache Kopfsegel mit den schwarzen, stumpfen Zähnen und dann auch noch daneben dieses Gelenk mit diesem angesteckten Flügel hier, Clip, das ist für mich Playmobil. Auch wenn Playmobil noch flacher ist, noch viel, viel, viel einfacher, erinnert es mich an Playmobil und nicht unbedingt an Schleich. Ne? Okay, dann, aber nur meine Meinung, ja? Weghören. Nicht ärgern, lieber Künstler, falls du das hier anschaust. Ärger dich nicht, ist nur meine Meinung. Wie schon gesagt, ich ziehe meinen Hut. Ich würde sowas in 1000 Jahren nicht hinkriegen. Also von dem her, Rupi, halt die Klappe, ne? Aber ich meine nur, verpasst doch nicht die Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zwei Sammlergruppen auf einen Schlag zu kriegen. Sowohl Kids als auch erwachsene Sammler. Das würde ich mir als Hersteller nicht entgehen lassen. Ne? Darum sage ich das einfach hier. Da ich sowohl Kinderspielzeug mag, als halt auch so Serien wie Enchantica, Dragonside, Andrew Bill Drachen und so weiter und so fort. Ne? Weil aus der Richtung komme ich ursprünglich. So, dann kommen wir mal hier zu diesem Fuß, zu diesem Vorderfuß, zu diesem Bein. Ja, der steht halt ein bisschen hilflos da. Ne? Ich meine, ja, sieht aus, als ob er greifen würde, aber es ist ein bisschen unglücklich. Ich hätte es interessanter gefunden, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Auch auf den Fotos, auf den Bildern wirkt die Stellung nicht wirklich überzeugend. Warum hat man die Hand nicht so gemacht, dass er irgendwie, keine Ahnung, eine Flamme drin hält? Ja? Also hätte man hier ein Gelenk hingemacht und vielleicht den Arm noch ein bisschen mehr gebeugt, denn er kann ja eigentlich auf seinen drei Beinen stehen. Wenn man das Bein noch ein bisschen mehr nach vorne gesetzt hätte, dann hätte man überhaupt keine Bedenken haben müssen,
über die Standhaftigkeit dieses Drachen. Also der steht tatsächlich auf seinen drei Beinen. Das heißt, er braucht dieses Bein mit dieser Kralle hier gar nicht zum Aufstützen. Er hätte also quasi in diesem Arm leicht mehr gebeugt eine Flamme halten können. In welcher Farbe auch immer. Entweder in der Lavafarbe oder eine Flamme, die man hätte austauschen können. Oder vielleicht hätte man in die Klaue auch den grünen Kristall vom Steinmonster einsetzen können. Wisst ihr, was ich meine? Als ob er das jetzt gerade dem Steinmonster geklaut hätte. Oder vielleicht gibt's auch einen Stein in dieser Welt, um den sich alle streiten. Keine Ahnung, aber der hätte mir wahrscheinlich mit einer Flamme in der Hand ein bisschen besser gefallen. Eine Flamme, die man austauschen kann. Und dann entsprechend ein Gelenk, wo man es drehen kann, auch ohne die Flamme, dass er sich dann quasi auf seinen 4 Zehen noch zusätzlich abstützt. Ne? Das hätte man so modellieren können. Also das ist einfach so meine Idee halt dafür. Dann noch eine kurze Bemerkung zum Körper. Der ist halt hier vorne extrem massig. Also hier vorne geht schon extrem runter und der restliche Körper ist halt extrem kurz zu diesem großen, zu diesem dicken Hals und diesem großen Kopf und vor allem dieser Wahnsinnsbrust, ne? Und dann auch noch so einen schmalen Fuß hier. Puh, ich weiß nicht. Es ist irgendwie nicht ganz ausgewogen, wenn er mich fragt, was ja niemand tut, ne? Auch die Beine wirken mir allgemein ein bisschen zu kurz. So, dann noch ein Wort zu den Flügeln hier, die meiner Meinung nach echt ein bisschen zu klein wurden. Also die hätten ruhig noch so viel mehr haben können, auf jeden Fall. Die Flügel sind klasse, die gefallen mir wirklich gut, rein von der Form. Über die Spieße hier kann man jetzt denken, was man möchte, aber okay. Nur was ich finde, was den Flügel hier ein bisschen verschandelt hat, das sind diese eingravierten Blitze. Ich meine, ist mir klar, mir geht es genauso. Wenn ich hier nur diese Streifen habe, dann fehlt mir das. So denkt halt einfach ein Künstler, das Ding muss rund sein, überhaupt kein Thema. Aber diese blitzartigen Ritze, die finde ich sehr, 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 sehr einfach. Und ich finde, das passt nicht wirklich da rein, ganz ehrlich. Also dann hätte ich lieber, auch wenn wir hier den ganzen Körper schon voll mit diesen Schuppen hätten, hätte ich hier vielleicht noch ein paar flachere Schuppen reingemacht, die hier nach hinten auslaufen. Einfach hier noch ein paar Schuppen, die hier auslaufen, anstatt diesen Blitzen hier. Also die finde ich echt hier ein bisschen deplatziert, ganz ehrlich. Der Flügel wirkt so unglaublich professionell und dann diese Ritzer hier. Da könnte ich fast vermuten, dass das nicht der gleiche Modelleur gemacht hat. Ne? Als ob die Figur noch ein anderer Künstler in die Hände gekriegt hat und meinte, er müsste hier unbedingt noch hier seinen Stempel mit draufgeben und hat dann nachträglich noch die Dinger hier reingeritzt. So kommt mir das vor. Ja, aber ja, einfach nur ein Feeling. Dann lieber gar nichts machen wie hier. Hier sind halt die schönen lederartigen Striche zu sehen als so Blitze. Ne? So, das war's, ich bin fertig. Leute, mehr wollte ich hier gar nicht dazu sagen. Lieber Modelleur, liebe Leute von Schleich, ihr seid die Besten, das wisst ihr. Ja, drum seid mir nicht böse, wenn ich das einfach hier ab und zu sagen muss. Aber die Figur ist super. Ich sag ja, es gibt überhaupt nichts zu meckern. Das sind alles Sachen, wo ich mir halt vielleicht noch überlegt hätte, wäre ich mit am Tisch gesessen und hätte die Figur angeschaut, sind es halt so Dinge, wo ich mir echt nochmal überlegt hätte, gehen wir das tatsächlich so raus oder machen wir noch ein bisschen was dran? Gut, also, nehmt es mir nicht so übel. Ich bin nur der kleine Ruppi Bolz mit einem kleinen Kanal, aber ich liebe halt Skulpturen über alles. Skulpturen sind mein Leben, von morgens, wenn ich aufstehe, bis nachts, wenn ich hinlege und meistens träume ich auch noch davon. Und ich liebe wirklich alles, was damit zusammenhängt. Selbst den Geruch von jedem einzelnen Arbeitsabschnitt, welches in diese Figuren hier zusammenfließt. Leute, okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ganz viele liebe Grüße, winke, winke an die Hersteller, an die Produzenten, an die Macher und Künstler hinter dieser Serie. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi. Yay. Yeah.